Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Hab jetzt gerade Schluck auf, ich trinke mal lieber erstmal was. So, und dann gehen wir mal rein. Sorry, sind die Zombies wieder da? Hier gibt's auch nur Gold oder Schwefel. Kein magisches Erz. Wo zur Hölle ist das magische Erz? Komm, dann Gold nehmen wir mal mit. Schön nah. Kann ich dann für ein Thumbnail nutzen oder so. So. Ja, Zombies sind wieder da. Okay. Einmal speichern. Ah, es ist schon... warte mal. Ja, okay, So, wie sieht er jetzt den Falschen an, der 100 Kilometer entfernt ist? So, jetzt muss ich aber noch mal kurz hier hinrennen. Und was essen. Das dauert noch, bis die da sind, glaube ich. Noch mal ein paar Meter weg. Und hier noch mal was futtern. Alter, jetzt ausgerechnet. Wie stark sind die mit den scheiß Knüppeln, bitte? So, wie weit kommen die jetzt hinterher? Ich glaube, der eine ist schon abgehauen. Kommt jetzt nur der andere da. So, wo ist der letzte Dude? Der andere? Aber hier ist auch kein magisches Erz. So, den haben wir auch. Kein magisches Erz. Was soll denn der Scheiß? Kann ich hier auch gehen? Wo zur Hölle soll das sein? Echt jetzt, ich muss dann wahrscheinlich wirklich googeln. Obwohl ich schon eigentlich gegoogelt hatte, aber da hieß es einfach nur, ich muss nach Nordmar gehen oder nach Varant. Und dann habe ich davon ausgegangen, so, es gibt keine vernünftige Dingenserklärung, wo wir hier in Götterdämmerung an sowas kommen. Weil das irgendwie doch eher die Dingens, was ich gefunden hatte, für, Gothic 3 zählt. Aber wo könnte magisches Erz sein? Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, am Nachdenken. Nordmar war auf jeden Fall einiges, das weiß ich da. Gefühlt in jeder Höhle gab es magisches Erz. Aber hier? Ist hier vielleicht noch eine Höhle? Versteckt irgendwie irgendwo? Lass mal die Dodos und so weiter in Ruhe.
hier oben vielleicht? Okay, da sind Blutfliegen. Da! Da! Das wird gleich übel enden. Okay, irgendwas ist mit dem Sound gerade. Was ist mit dem Blutfliegen? Warum laufen die jetzt da hinten hin? Oh, ich hasse diesen Stuhl. Sorry, wirklich. Alter, das war knapp. So, okay, das speichern wir nochmal. Was ist das da für eine Hütte nochmal gewesen, da oben? Wo sind wir hier? Treles. Ah, hier sind wir, okay. Stimmt, hier drunter gab es ja auch eine Höhle. Hatten die da auch magisches Erz? Das weiß ich nicht mehr. So, Ebert. Manfred, machen euch die Orks Ärger? Machen euch die Orks Ärger? Manchmal. Aber sie geben meinen Eltern auch kleine Jobs und bezahlen sie mit etwas Brot. Was sind das für Jobs? Was sind das für Jobs? Ach, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal sammeln wir Artefakte oder wir bringen Rüstungen zur Reparatur. Oder wir schärfen Waffen. Hattet ihr bei diesen Jobs mal was mit Magiern zu tun? Nein, sie würden uns nie zu den Magiern schicken. Ich glaube, sie würden uns nicht mal in ihre Nähe lassen. Wahrscheinlich bewachen die Magier irgendwelche Geheimnisse. Kannst du mir was über Torus sagen? Seit den Angriffen hat er Treles nicht mehr verlassen. Er muss wohl Angst haben. Mutter? Haben euch die Orks in letzter Zeit viel Ärger gemacht? Manchmal verprügeln sie nur zum Spaß unsere Söhne. Warum seid ihr da nicht einfach weggezogen? Wir würden gerne von hier weg. Aber ab und zu können wir was für die Orks tun und bekommen dafür etwas Brot. Was erledigt ihr so für die Orks? Wir liefern Sachen ab und reparieren Waffen und Ausrüstung. Haben dich die Orks auch schon mal zu Torus geschickt? Nein, noch nie. Hattest du bei diesen Jobs schon mal mit einem von Torus Beratern zu tun? Nur einmal. Ich musste das Zimmer von Hector putzen. Ist dir in deinem Zimmer irgendwas Seltsames aufgefallen? Nein, ich habe immer schreckliche Angst, wenn ich nach Treles muss. Da würde mir kaum noch was auffallen. Glaubst du, Torus' Armee ist stark genug, um Gorn zu schlagen? Ich weiß nicht. Ich will nur, dass meine Familie in Sicherheit ist und genug zu essen hat. Und wer ist jetzt Hector? Da oben stand Osh, aber wer ist jetzt Hector? Ebert? Hast du Torus mal getroffen? Ja, einmal. Was hat er gesagt? Ach, er meinte nur, dass meine Familie und ich keinen Ärger machen sollten. Was weißt du noch über Torus? Weißt du sonst noch was über Torus oder hast du was über ihn gehört? Es heißt, dass er alle Magier von Myrtana in seine Dienste nehmen will. Wozu braucht er die Magier? Keine Ahnung. Vielleicht für einen Angriff auf Gorn. Hast du die Magier schon mal gesehen? Nein. Aber man sagt, dass vor kurzem ein Schwarzmagier in die Stadt gekommen sein soll. Weißt du was über diesen Schwarzmagier? Nein. Tut mir leid. Warum lebt ihr so nah an dem Orklager? Ganz schön gefährlich. Wir können sonst nirgends hin. Wir sind arm und niemand sonst nimmt uns auf. Bei den Orks können wir wenigstens ab und zu was erledigen und bekommen dafür ein paar Essensreste. Das ist zwar nicht viel, aber es ist immer noch besser als nichts. Tut mir leid, das zu hören. Du siehst wie ein anständiger Kerl aus. Willst du nicht einen unserer Söhne kaufen? Bitte was? Wie bitte? Wir verlangen auch nicht viel für sie. Und sie arbeiten beide ohne Bezahlung. Sie brauchen nur was zu essen. Bitte, hilf uns.
Du kannst entweder unseren älteren oder unseren jüngeren Sohn haben. Der Ältere ist stark und kann dir bei deinen Missionen helfen. Der Jüngere ist klug und macht nie Schwierigkeiten. Ich nehme das mal mit für die Quest. Na gut. Den älteren Sohn, der ist ja stark. Hier hast du das Gold. Ich nehme euren älteren Sohn. Oh, vielen Dank. Na, dann komm mal, mein Junge. Na, dann komm mal, Junge. Was fange ich jetzt mit dir an? Ich wollte schon immer ein Krieger werden. Ach was? Ja, ich würde gern zu den Stadtruinen bei Treles. Was willst du da? Was willst du da? Da lebt ein Magier, der ein Artefakt besitzt, das uns beide stärker machen kann. Dann könnte ich dir bei deinen Aufträgen helfen. Was sagst du? Na gut, dann los. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Wo rennt der jetzt hin? Hä? Speicher mal. Wo rennt er hin? Was will denn der Höhle? Finstere Gestalt? Du gutgläubiger Idiot. Das sind meine Freunde. Und die hätten auch gern eine kleine Spende von dir. Zum Glück wissen deine armen Eltern nichts von dieser Sache hier. Mich zu verraten, wird dein letzter Fehler gewesen sein. Ich reiß dir den Kopf ab. Ich mach dich fertig. Ja, super. Mist. Alter. So, jetzt er noch. Mist. Gut, dass wir vorher gespeichert hatten. So. Kiefer. So, Ebert. Du wirst dafür gleich aufs Maul kriegen, definitiv. Speicher vielleicht hier. Das war jetzt aber auch unerwartet. So, dir werde ich's zeigen. So. Bleib stehen, du Hund. Na, komm her. Ich mache euch einen nach dem anderen fertig. Mist. So, finstere Gestalt. Haben wir erledigt. So, einmal kurz was essen. Und speichern. Machen wir den nächsten fertig. So, Ebert. So, den nächsten bitte.
Was sollen das für finstere Gestalten sein? Heiltrank, okay. Jetzt nochmal was futtern. Und nochmal speichern. Und dann... Wie viele sind denn da noch? Auf jeden Fall dieser eine Assassine. Ist da. Da sind noch drei, okay. Bleib stehen. Speichern und den die nächsten jetzt. Deine letzte Stunde abgeschlagen. Okay, der kommt mit zwei Schwertern. Also ich frage mich, wann hier mal jemand kommt mit einem Drei-Schwerter-Stil. Oh, der. Dessen Waffe ist vergiftet, okay. Okay, da muss ich jetzt schnell gegenwirken. Assassinenschwert. So, wie lange noch? Okay. Einer ist da noch. Ich wusste, dass du mir nicht... So, der hat jetzt gar keine Chance gehabt. Kann ich das hier jetzt aufmachen? Ja. Abgebrochen. Oh. Ein Hackbeil, okay. Hier geht's nur minimal weiter. Aber hier ist auch kein magisches Erz. Wo zur Hölle bekomme ich jetzt magisches Erz her? Ein Hase. Toter Hase. Warte mal, hier gab es ja einen Weg nach Warrant. Vielleicht in der Nähe in Richtung Warrant gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie an Ding zu kommen. Warte mal, wie viele Punkte haben wir? Wir haben 10 Punkte. Das war, glaube ich, der Weg hier, der nach Warrant führt. Wenn wir da mal weitergehen. Oder Okara da oben. Können wir auch mal. War doch Okara da. War das da oben Okara oder Nemora? Das war Nemora, okay. Wo war Okara? Da. Gehen wir mal hier entlang. Hier wird es doch bestimmt irgendwo magisches Erz geben.
Und ich frage mich, ob der Weg nach Varrant jetzt auch versperrt ist. Nach Nordmar ist auf jeden Fall dabei Faring versperrt. Okay, kommt nichts mehr. So, jetzt bin ich wirklich neugierig, ob da hinten die Ripper sind wieder da. Ach, da kommt schon der nächste. So. Heiltrank gegen Krankheiten und dann noch mal was essen. So. Okay, manchmal nervt es mich so, dass es man kann. Also wenn man schon angreift und so weiter, dass da nicht so gedings wird. Also der zählt da schon als Treffer, aber irgendwie auch gleichzeitig nicht, dass der dann trotzdem noch einen zurück angreift. So. Wie lange dauert das eigentlich, bis so eine Krankheit von selber geheilt wird? Okay, da ist ein Snapper. Oh, okay, das Camp, das hier mal war, ist weg. So, und man merkt schon, das sieht jetzt langsam so aus, als würden wir Varrant betreten. So wie so ein Canyon. Sind das normale Wölfe oder Wargs? Oder schon Schakale? Das sind schon Schakale, okay. Da! 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 So, Schakale. Machen aber Schakale hier. Bleib weg. Okay. Okay, wie weit können wir da rein? Alter, jetzt trifft ihn. So. Den muss ich jetzt wieder essen. Unglaublich. So, speichern. Dann sind hoffentlich hier die Minen noch zugänglich. Hier war doch auch
magisches Erz. Oder nicht? Da! 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 So. Mist. Ich muss ein bisschen Abstand gewinnen. Jetzt haben wir den. Alter, ich dachte schon, jetzt ich gehe jetzt drauf. Okay, irgendwas will mich hier noch immer angreifen. Na doch nicht. Also die Fleischwanzen lasse ich aber in Ruhe. Bitte lass hier magisches Erz sein. Fläschchen. So, hier kann ich doch bestimmt was viel jetzt grillen, was wir haben. 24. Und nochmal 13. Okay, Proviant haben wir wieder aufgefüllt. So, was ist mit der Truhe? Abgebrochen. Und was ist da? Rustiger Zweihänder. Viel Gold, Holzschild, Krug, Goldpokal. Da war auch noch ein bisschen was. So. Ich speichere vielleicht mal. Hier war jetzt aber kein Erz. Und hier sind jetzt Trolle. Ich lasse die Trolle mal in Ruhe und gehe mal Richtung Varant weiter. Echt jetzt, wie schwer kann es sein, 10 verschissene Erzbrocken zu bekommen? Okay, hier ist auch dicht gemacht worden. So, und was bist du? Also, ich bin Tempelwächter. Okay, der macht Giftschaden. Aber sein Gift ist nicht so stark wie von anderen. Und dann gibt es hier nur Ogerblatt. Das kann ich auch nicht aufmachen. Warum ist Varant jetzt dicht? Beziehungsweise, warte mal, kann man da oben lang? Nee. Also auch der Weg ist umsonst gewesen. Wie komme ich jetzt an das magische Erz? Nichts bis jetzt gefunden. Nicht mal einen Brocken.
Irgendwo muss das doch so sein. Hier hinten vielleicht? Da oben? Ich kann nicht klettern, ne? Nein, nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. So, hier ist besser. Ich bin gerade echt überfragt. Da oben vielleicht? Es kann doch nicht so schwer sein, blaues Metall zu finden. Abgebrochen. Ne, eine normale Armbrust, okay. Geschossschaden 100. Schutz vor Eis plus 20. So, wir sind jetzt hier oben bei Nemora. Lass mir raten, hier sind gleich wieder diese Urviecher. Grüne Nashörner? Warum sind die grün? Wahrscheinlich pestkrank oder sowas, irgendwie in der Richtung. Da sind die Urviecher. Zwei Stück schon mal. Ich renne hier einfach mal durch. Ich hatte die Urviecher doch in größer in Erinnerung gehabt. Boah, ich hoffe, wenn die wirklich Gothic 3 dann remaken, irgendwann. Also, ich hoffe vor allem zuerst nach Gothic 1 Remake. Wenn das raus ist, dass es erstens mindestens genauso gut ist. Nur in aufgehübschter Grafik. Wie das Original. Und dass die dann danach erstmal Gothic 2 mit der Nacht des Raben machen. Oh, hier sind Orks. Teleport nach Nemora. Oh, bitte was? Ork Bandit. Bleib stehen, Bora. Ork-Banditen? Also gesetzlose Orks? Hoppala, ich will nichts von dir. Lass mich... Nein! Mist! Ich hab gedacht, ich sterbe jetzt. Wenigstens bin ich entkommen.
So, da vorne ist Treles. Oder ist das Treles? Das ist Treles. Und hier haben wir nochmal so ein Haareskraut. Ork-Banditen da oben. Also gesetzlose Orks. So, aber ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie ich an magisches Erz kommen soll. Also ich hätte noch eine Idee, da oben ein bisschen zu gucken. Also da, wo der Tempel ist. Da drüber gab es ja auch noch ein paar Minen oder Höhlen. Und da einfach mal zu schauen. Ob es da noch irgendwie magisches Erz gab. Gibt einfach gar keins. Und hier Simba sagte, das gibt's überall. Nirgendwo gibt's hier magisches Erz. So, Wolfskraut nehmen wir mit. Vielleicht sollte es ursprünglich überall sein, aber die Entwickler, die THQ hierfür angeheuert hat, hat einfach vergessen, das einfach mal irgendwo hinzupacken. Noch zu tun, da bin ich mir sicher. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich brauche Ruhe! Okay, warum darf ich nicht da rein? So, die Waffenbündel nehme ich mit. Ich habe jetzt mittlerweile so viele Waffenbündel. Und ich glaube, es wurde nur bis jetzt einmal gebraucht. Okay, wir haben gespeichert. Ich renne da einfach mal durch. Mal gucken, was passiert. Keine Schritte weiter, hat er gesagt. So schwer. Warum ist hier ein grüner Nebel? Auch kein magisches Erz. Keinen Schritt weiter. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Wir haben gespeichert. Du hast es so gewollt. So. Stehen bleiben, Mara. Hä? So, sag mir nicht noch einmal. Hier ist nur ein Goldpokal. Aber was soll hier jetzt sein? Amulette Lebenskraft, das ziehen wir gleich mal an. So, warte mal. Der ist sogar noch mal ein bisschen besser. Dann können wir das verkaufen. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Morre. Okay, er ist zwar jetzt sauer, aber was will er jetzt machen? Halt! Keinen Schritt weiter! Ich hau dir gleich noch mal aufs Maul. Noch mal eine alte Truhe. Schritt weiter. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Ich gehe doch nur raus.
So, das war's. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht, oder? Aber auch kein Erz. Ich verzweifle gerade so enorm. Ich werde das wirklich wahrscheinlich googeln müssen. Wenn es hier kein Erz gibt. Da habe ich vielleicht doch irgendwie irgendwas mal. Ne, ich habe 38 Goldbrocken. Und 10 Schwefelbrocken. Aber das war's. Ich habe keinen magischen. Ein Rohstahl. Erzrohling. Ein. Ich habe ein Erzrohling. Der mystische Wanderer. Der ist jetzt hier. Du schon wieder. Du schon wieder. Was du siehst, ist echt. Hüte dich vor den Nebeln der Täuschung. Du hast es bis hierher geschafft, aber es liegt noch ein weiter Weg vor dir. In der Höhle hinter dem Tempel von Trelis erwartet dich mehr. Entscheide dich klug. Und weg ist er. In der Höhle hinter dem Tempel von Trelis. Stimmt, darunter war ja eine Höhle. So, jetzt will ich aber gucken, gibt's hier Erz. Oder Erzrohlinge. Die Viecher wieder. So. Nochmal speichern. Ich speichere hier so viel, unglaublich. Da ist ja noch einer. Seltenes Metall haben wir wieder. Okay. So, öffnen wir mal die Truhe. Kochtopf. Zu schwer. Das ist zu schwer. Okay, mehr ist hier nicht. Warte mal, wie viele von den seltenen Metallen muss ich hier machen? Wo war denn die Quest? Des geheimnisvollen Fremden. Ein geheimnisvoller Fremder sprach mich vor Geldern an. Ich soll drei Rüstungsteile für ihn suchen. Das erste soll in einer Höhle hier in der Nähe sein. Wer weiß, wo ich wieder auf diesen Fremden treffen werde. Du schon wieder? Was du siehst, ist echt. Hüte dich vor den Nebeln der Täuschung. Du hast es bis hierher geschafft, aber es liegt noch ein weiter Weg. In der Höhle hinter dem Tempel von Trelis erwartet dich mehr. Entscheide dich klug. Es wird dunkel, wir gehen mal schlafen. Gut, dass hier Betten sind. Warte mal. Okay, erstmal schlafen. Und dann den dahin. Das Schild ist ja besser. So, aber... Oh, hier ist noch eine Truhe. Bitte sei da magisches Erz oder Erzrohling drin. Nein.
Ah, hier sind wir. Okay. Was war das? Drachenwurzel. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass hier Drachenwurzel gibt. So, da hinten gab es noch eine Höhle. Beziehungsweise so ein altes Grab. So, dieser grüne Nebel. Hier gibt es kein Erz. Kann es sein, dass das hier noch voller wurde? Zu schwer, zu schwer. Na komm schon. Der hier geht. Erz! Ein Stück und Bauplan für ein Runenschwert. Wir haben ein magisches Erz schon mal gefunden. Einen von 10. Das speichern wir, wenn wir jetzt einen schon mal haben. Warte mal, bei wem konnten wir noch mal Diebestalente skillen? Wir haben ja jetzt 10 Lernpunkte. Ich habe aber jetzt auch keine Ahnung, wo ich sonst hin muss, um an Erz zu kommen. Oder an Schmiederohlinge. Warte mal. Ne, das ist Adair. Nimm dich der Spaßvögel an. Soma braucht magisches Erz. Nicht Simba, Soma. Soma hat mir vor lauter Arbeit die falschen Sachen genannt. Tatsächlich benötigt er magisches Erz, um die letzte Rüstung herstellen zu können. Könnte sein, dass sogar etwas davon in der Nähe zu finden ist. Wie viel Erz brauchst du? 10 Erzrohlinge müssten reichen. Du wirst dich doch beeilen, oder? Oh, verdammt. Klar, mach dir mal keine Sorgen. Wo finde ich Erzrohlinge? Überall. In der Nähe von Kapdun? Wo zur Hölle soll das sein? 10 Erz. In Kapdun. In der Nähe. Oder heißt hier in der Nähe, in ganz Mythana. Ganz Mythana ist hier in der Nähe. Welches? Das ist jetzt die größte Zeitverschwendung. 10 Erze zu finden. Und dann gibt es sie hier nicht einmal irgendwie irgendwo. Warte mal, ist da ein Kraut? Ne, also doch, Kraut ist da, aber nicht das, was ich gedacht hätte, was da wäre. Ich habe hier jetzt auch schon alles durchsucht und noch nichts gefunden. Und wo zur Hölle soll ich dann in Kapdun dann was finden? Unten am Strand vielleicht, wenn ich da entlang laufe, oder? Oder wie? Aber die Aussage überall
gibt sie zu finden. Das ist die größte Lüge überhaupt. Nirgendwo. Ich habe ganze Myrtana schon abgesucht. Und habe nur ein Erzrohling und ein magisches Erz gefunden. Was ist das dafür? Nichts, kein magisches Erz, gar nichts. So, aus der Höhle kamen wir ja schon. Was sind das auch für Kristalle? Kann man die nicht abbauen? Und behaupte ich hier, ich habe ein neues magisches Erz gefunden. So, Sonnenkraut nehme ich mit. Also ich glaube, das mit dem magischen Erz ist eine absolute Sackgasse. Was ist da auch? Eine Höhle? Ne. Das Bison frisst hier schön. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach Kapdun und schauen uns da mal um. Ich durchsuche erstmal einfach die komplette Stadt und dann unten den Strand. Vielleicht ist da auch irgendwo... Der hatte ja, Soma hatte ja gesagt gehabt, hier, er wird überwacht und dass er sich nicht einfach irgendwie bedienen kann, und wenn, dann bringen ihm die Leute was. Vielleicht ist auch in der Stadt was. Und ich muss die bestehlen. Deswegen wäre es gut, dass wir dann gleich vielleicht noch irgendwie Dingens, Liebestalente skillen oder so. Komm, gönnen wir uns noch ein Energy. Das kann nicht sein, dass einfach nirgendwo irgendwas gibt. Einfach gar nichts. So, wir sind ja schon mal da, Kapdun. Jetzt nur die Frage, wo. Ich speichere einmal und loote dann mal alles. Vorausgesetzt, ich finde auch Kisten. Bis jetzt hat sich auch noch niemand hier wegen Diebstahl beschwert. Egal, wo wir sind. Hier ist es denen egal. Wir können einfach alles mitnehmen. Hier liegt der Troll noch. Ne, denen ist wirklich egal. Ich darf hier wirklich alles mich überall bedienen. Hat mich hier steht nichts Neues. So, Gold, Gold, Silberpokal, Silberpokal, Schatulle.
zu schwer. Ach, Mist. Schleich hier nicht so rum, Mora. Nimm deine dreckigen Hände da weg, Mora. Okay, die beschweren sich doch. Wegen sowas. Habe ich jetzt aber auch nicht erwartet, aber... Ich glaube nur, wenn die sehen, dass ich hier klaue. Ich glaube an die Truhe hier nicht so rum, Mora. Ich glaube an die Truhe komme ich nicht dran. So, hier. Nein, weg vom Hocker. Da auf dem Dings Brot. Braches Fleisch, Schild, Langschwert. Hier gibt's magisches Erz. Wie viele waren das jetzt? Da ist noch mehr. Hier drinnen war die ganze Zeit magisches Erz. Wie viel haben wir jetzt? Magisches Erz und magisches Erz für Soma. 11 Stück. Also, ich musste wirklich dieses Erz hier nehmen. Ich denke da genauso. Soma, ich hab die Dinger und schieb dir das bitte... Ich hab die Dinger. Meine Finger. Ich meine mein Erz. Ja, bitte. Danke. Tut mir leid. Ist ein alter Witz unter Schmieden. Vielen Dank, du hast mir den Arsch gerettet. Ja, das letzte Stück Erz, was noch übrig... habe ich noch hier, okay. So, wo ist denn das, die Rüstung? Hier, für Khan angefertigt. Für Khan angefertigt. Und ich habe für die Scheiße jetzt ganz Methane abgesucht. Egal, wir tun uns das, in der nächsten Folge wieder an. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.